Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 1. Ich sehe hier gerade, hier liegt ein Wildschweinfell, das nehmen wir doch mal mit. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu Jacks Leuchtturm, nachdem wir uns hier eine Runde ausgeruht haben. Gold kriegt das Arschloch für uns natürlich nicht. Schließlich sind wir jetzt ja hier sein Geldeintreiber. Und er hat uns auch schon eine Menge Gold gezahlt, 300 Goldstücke gleich. So, jetzt wollte ich nochmal kurz hier, bevor zu Jack gehen, mit Delgado sprechen. Was er mir beibringen kann, genau. Kannst du mir was beibringen? Ich halte mein Wort. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du ein guter Taschendieb wirst. Ja, bitte, ich möchte ein besserer Dieb werden, ich möchte Taschendiebstahl lernen. Ich will ein besserer Dieb werden. Bei dem Gold, was man hier braucht, muss man auf jeden Fall ein Taschendieb sein, weil sonst rechnet sich einfach absolut gar nichts hier. Und so ein bisschen Gold nebenbei verdienen, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich will ein Taschendieb werden. Eine Person, die auf ihre Goldbörse achtet, kann man nicht beklauen. Das ist unmöglich. Ich bin hier, damit du mir zeigst, wie ich klaue, nicht damit du mir erklärst, dass es nicht geht. Warte es ab. Um jemandem also was zu stehlen, muss derjenige abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Stelle ihm am besten eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. So einfach ist das. Ja, Stufe 2 könnten wir auch noch gleich lernen, aber das machen wir später, wenn wir ein bisschen mehr Gold haben. Wir haben zurzeit 617 Gold, das ist eigentlich relativ viel, aber in diesem Spiel gleichzeitig auch sehr, sehr wenig. Später vielleicht. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ah, er redet uns jetzt nicht mehr, weil wir jetzt dem Delgado geholfen haben statt ihm. Ja, das ist dann sein Problem. Oh, schade, ich dachte, ich kann jetzt mal einen Taschendiebstahl probieren. Hey, du Schlafmütze! Wenn du in meinen Betten schläfst, musst du auch bezahlen. Vorher gibt's keine Waren mehr. Deine Waren sind viel zu teuer. Wenn du kein Gold hast, dann verschwinde hier. Bettler kann ich nicht ausstehen. Ah, jetzt haben wir ihn geklaut. Und zwar, was haben wir denn geklaut? Eine Waffe? Ein Knüppel haben wir ihm geklaut. Nicht schlecht. So funktioniert der Spaß also. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ja, bezahlen werden wir ihn dafür definitiv nicht, weil, warum auch? Wir haben uns mit ihm geschlagen, er hat verloren. Jetzt gehört alles, was ihm gehört, uns. Wenn er nochmal Geld will, dann, ja. Dann soll er auch kommen und uns immer verprügeln. Schafft er ja sowieso nicht. Das ist zu riskant. Schade, das geht nicht. Dann wollen wir mal schauen, der Leuchtturm. Da wollte ich jetzt hin. Genau, Jacks Tour. Wir haben ja schließlich in der letzten Folge den brennenden Hinweis bekommen, dass wir zu Jack gehen sollen. Denn der hat in seiner Tour ein paar nützliche Sachen, die wir gut gebrauchen könnten. Und hier haben wir Kit. Und ich werde einfach mal unterwegs alle Leute anquatschen, die irgendwie einen Namen haben. Könnten ja ein paar nützliche Informationen für uns dabei haben. Man weiß ja nie, ne? Hey, ich bin Sid. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Okay, er hat auch eine Banditenrüstung an, er scheint wohl auch zu Don Esteban zu gehören. Aber wer ist denn Rodriguez? Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb, aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben, aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Okay, vielleicht schaffen wir es ja, ihn wieder zurückzubekehren. Oder vielleicht kann man ja mit einem oder anderen Zauberspruch ihn zumindest ablenken, dass er das Schlachthaus ausrauben könnten. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Also sollen wir gegen Rodriguez arbeiten? Das ist schlecht. Casey, Mensch, die süße Maus. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Okay. Warum können wir das machen? Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die anhaben? Kein Stil und so. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? Wir können Taschendiebstahl jetzt machen. Tja, du hast es nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen.
Okay. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, verschwinden sie. War schön, mit dir zu reden. Wir können immer nur eine Sache klauen. Das ist ja blöd. Ich dachte, wir können mehrere Sachen klauen. Ja, ich habe jetzt mal das Gold hier aus der Tasche gezogen. Hier ist eine Dirne. Und dir? Ah, das ist dann eine Prostituierte hier. Das scheint dann wohl hier die Dings zu sein. Ja, der Puff des Dorfes. Ja, so würde ich es mal sagen. Und Leuchtturm, welcher ist das denn? Ah, wir haben jetzt den neuen Quest hier noch, Rodriguez und Jacks Truhe. Die ist da hinten. Also ist das hier der Leuchtturm? Hm, sieht gar nicht so aus wie ein Leuchtturm. Sieht mir aus, ja, wie eine Schiffswerft in 10 Metern Höhe da oben mit den ganzen Halterungen. Die Lampe ist da auch nicht drauf. Seltsamer Leuchtturm, seltsam. Oh, hallo Mo. Hi, ich bin der Mo. Okay, und was machst du hier, Mo? Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Er scheint also Frau Rodriguez zu arbeiten im Schlachthaus. Und hier haben wir schon die Lili. Meine Güte, die haben ja fast jeder einen eigenen Namen. Ist ja grauselig. Huh, wie habe ich das denn gemacht? Ah, was Neues dazugelernt. Wir können so zur Seite flitschen, indem ich hier doppelt nach links und doppelt rechts drücke. Wusste ich gar nicht. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süßer. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Hm, süße Maus. Du bist wunderschön, ja, Taschendiebstahl. Du bist wunderschön. Jeder Mann, der deine Nähe spürt, darf sich glücklich schätzen. Danke. Wasserheiltrank, wenn du so Gold. Redest, Heiltrank. Ich an zu träumen. Und ich weiß, unsere Zeit wird kommen. Lass mich dann nur nicht sitzen. Hm, interessant, interessant. Jetzt haben wir sie auch noch bestohlen. Und werden jetzt von dem Jack hier oben noch die Truhe ausplündern. Sind das Münzen? Nee, das sind Blümchen, soll das sein. Seltsame Blumen. Aber wir sind jetzt zumindest schon mal bei dem Leuchtturm. Und er soll unten in der Bude am ersten Pfosten irgendwie... Ja, ist das nicht unten? Hä? Die Truhe soll angeblich oben sein? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist Jake. Dich quatschen wir gleich an, nachdem wir dich beraubt haben. Aber wo ist dann bitte sehr... Huch. Ne, er wohnt unten. Sprich, ich muss die Treppe hier runter, um runter zu kommen. Ich dachte, es gibt irgendwie eine Leiter. Und hier haben wir noch eine Truhe einfach so in der Gegend rumstehen. Seltsam. Wieso stehen denn hier einfach Truhen rum? Hm, wer ist denn so blöd und stellt hier seine Truhe einfach so mitten ins Dorf und sagt, ne, da wird schon keiner rangehen, sind alle ganz lieb hier. Pfuh. Uhu. Eine Runde fliegen. Oh, ein bisschen Leben verloren. Aber naja, jetzt werden wir erstmal gucken. Hier soll irgendwo hinter einem Pfosten in der Ecke bei den Fässern der Schlüssel sein. Ah, Jacks Schlüssel. Da haben wir ihn doch. So, ein Brathering nehmen wir auch mit. Noch irgendwas? Nee. Nichts weiter Spannendes. Ein Stuhl. Nee, da können wir ein bisschen nachdenken, aber das wollen wir jetzt natürlich nicht. Hier noch irgendwas? Nein, auch nicht. Dann wieder ab die Treppen hoch und mal gucken, was der liebe Jack in seiner Kiste versteckt vor uns. Guck mal, Jack, ich klaue dich, raub dich jetzt aus. Ne, 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 ne. So, dann wollen wir mal nachschauen. Und Gold. Ein Goldring. Ein Wolfstail. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen Gold gefunden. Das ist schon mal was. Dann wollen wir Jack mal anquatschen. Vielleicht hat er es auch schon gemerkt. Na, mein Jung, was kann der alte Jack für dich tun? Alles Gold geben, was du besitzt, mein Freund. Was machst du hier? Sieh mich an. Ich bin ein abgetakelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Okay, und was kann man denn finden am Strand, was man gut verkaufen kann? Wir haben jetzt nur ein paar Goldringe gefunden, aber auch nur, weil da Tote lagen. Also richtig tolle Sachen kann ich mir gar nicht so vorstellen, dass die da einfach so rumliegen. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Na, mein Freund, ich glaube sogar, wir haben einen Lass Rum, oder? Handeln. Haben wir einen Rum? Wir müssten eigentlich einen Rum haben, warum können wir ihn keinen geben? Du hast so viel...
Ah, nee, ich hab's verkauft, weil ich sagte schon, hä, brauche ich ja sowieso nicht mehr. Ja, scheiße, was, jetzt brauche ich das Zeug auch noch. Ja, was hat er denn gefunden? Schwarze Perle? Ha, die braucht man bestimmt später, um Runen herzustellen. Ein paar Dietriche, Schaufel. Okay, also nichts wirklich Spannendes. Dann wollen wir dem armen Jack mal einen Rum besorgen. Ich weiß auch schon ganz genau, woher. Hier muss es hier irgendwo eine Taverne geben. Ach, Ordenskrieger. Kann man dich auch bestehlen? Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt können wir dich noch nicht bestehlen. Erst später. Ja, sollen mir recht sein, beklaue ich dich halt später. Jetzt gehen wir dem armen Jack erstmal eine Flasche Rum kaufen. Wo waren jetzt die Taverne? Hier nicht? Nee. Da vorne ist die Taverne. Das müsste sie sein, glaube ich. Dann ist das hier doch gar nicht der Puff da hinten, sondern... Da hinten ist der Puff und hier ist dann die Taverne. Das heißt, du bist der Wirt. Ahoi. Was machst du hier? Ja, ne? Was machst du hier? Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Du arbeitest für Patty? Muss ich die kennen? Wer ist nochmal Patty? Du arbeitest für Patty? Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Erzähl mir was über den Hafen. Da ist nicht viel los, kommen ja auch keine Schiffe. Die einzige Möglichkeit, an einen Job zu kommen, ist Carrasco. Er gehört zum Orden und verwaltet das Lagerhaus. Außerdem bezahlt er miserabel. Halt dich an Lucor. Er hat da was Eigenes am Kochen und wenn du dich gut anstellst, ist die ein oder andere Münze extra drin. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Lucor ist ziemlich geizig. Also ist eigentlich jeder Job hier scheiße, wenn man es genau nimmt. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, als würde ich das Zeug verteilen? Geh zu jemand anderem. Rüstungsplatten nehmen wir mit. Vasals Rüstungsplatten. Eine Quest? Ich habe eine Quest erfüllt, die ich nicht mehr hatte. Jetzt bin ich verwirrt. Erledigt. Vasals Rüstungsplatten. Hatte ich Luke. Halt dich an Lucor. Wenn du Knochen gut anstellst, ist da in einem Moment extra drin, aber lass dich nicht übers Ohr hauen. Lucas ist ziemlich geizig. Aber wieso habe ich jetzt Rüstungsplatten? Jetzt bin ich verwirrt. Die gehören zu einer Quest, aber zu welcher? Ja, jetzt habe ich instinktiv erstmal eine Quest vorgegriffen. Seltsam, aber naja. Soll es halt so sein. So, wo ist die Wirtin? Wir wollen erstmal die Flasche rumkaufen. Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal ein. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Ah, anfixen wir sie uns. Das ist gut. Ja, dann gib mal noch ein Bier her. Gib mir noch ein Bier. Ich wusste, es würde dir schmecken. Aber ab jetzt bezahlst du dafür, okay? Nein. Du bist der Junge für eine Kneipenwirtin. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich brauche Rum, Junge. Da, eine Flasche Rum, 30 Goldstücke, alter Schwede. Ja, okay, müssen wir halt mit leben. Vielleicht können wir ja ein bisschen Schrott dafür geben, ich habe ja eh so viel hier. Rostiges Schwert, ja, weg damit, ein Knüppel war auch nicht. Was haben wir hier, was ist das denn? Ah, ein Kampfstab, das sah aus, ja, wie ein Bluti. Na, das sage ich jetzt nicht, das sah ich jetzt nicht, wie das für mich aussieht. Aber kriegt sie auch mal reingedrückt, oh, wir sind schon mal 84. Da kann sie mal ein bisschen Gold ausgleichen hier, Warenkorb handeln. Mensch, super, jetzt haben wir ein bisschen mehr Gold und du bist sehr jung für die Kneipenwirtin. Ja, warum nicht, ne? Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Wohin will sie denn überhaupt? Es gibt doch hier nichts außer der Stadt. Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nämlich auch. Ha 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 ha. Wie witzig. Du machst mich neugierig. Wonach suchst du? Du willst also aus der Stadt und wie soll das gehen? Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll, als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt.
Ja, das werden wir, denke ich mal, sowieso noch herausfinden, denn wir sind hier wie Indiana Jones, erforschen auch die dunkelsten Höhlen und Geheimgänge und finden jeden einzelnen Weg, der in diese Stadt hinein und hinaus führt, weil wir müssen früher oder später sowieso zurück zu Don Esteban und ohne, na, sag ich mal, ohne Weg raus geht das natürlich nicht. So, ich werde dir helfen, diese Stadt zu verlassen. Was wird denn eigentlich so geredet über einen Geheimweg aus der Stadt? Was wird denn so geredet über einen Geheimweg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Okay, also sind die Weißen auch daran schuld, dass der arme Jack arbeitslos ist, weil keine Schiffe mehr kommen? Wenn keins ablegen darf, würde ich natürlich mit meinem Schiff auch nicht dahin singen. Ist klar, ne? Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der mit Artefakten handelt, oder? Frag doch mal den Kerl da drüben. Sein Name ist Düter. Der versucht schon seit Tagen, seine heiße Ware zu verkaufen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Düter, also das scheint wohl irgendwie einer zu sein, der ein wenig Verbindung zu den Artefaktschmugglern hat. Und zu den Banditen selber haben wir natürlich auch eine gute Verbindung. Von daher sollte das eigentlich nicht so das Problem sein, den Weg nach draußen zu finden. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Du machst mich neugierig. Wonach suchst du genau? Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich suche meinen Vater. Ach was. Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt. Ja, ich denke mal, da können wir auf jeden Fall im guten Sinne der Dame auch ohne schlechtes Gewissen weiterhelfen. Und ich würde mal sagen, der hübschen Frau hier werden wir auf jeden Fall weiterhelfen, ihren armen Vater zu finden. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov oder jemand seiner Mannschaft. Okay, dann haben wir schon auf jeden Fall einen neuen Quest und gute Anhaltspunkte, wie wir den Vater finden können, Kapitän Romanov. Den werden wir uns dann auch nochmal zur Brust nehmen, aber erst bringen wir unserem armen Jack die Flasche rum. Der soll ja da oben nicht verdursten, ne? Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist ja rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das waren nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus weißt, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Ja, Mensch, bleib mal ruhig. Jetzt sagen wir erstmal, wir bringen erstmal Jack seine Flasche rum und danach kommen wir nochmal wieder und werden mal mit den Leuten in der Bar sprechen. Hier gibt's ja anscheinend ein paar interessante Sachen, die wir noch erfahren können, allein für Wege raus und rein in die Stadt. Und wir müssen noch mit dem Anführer der Magier sprechen, dem Herr Belshua. Ich glaube, das machen wir nochmal zuallererst, denn der soll noch ein paar nützliche Informationen für uns haben und jeder hier in der Stadt dreht uns auch bis jetzt, mit ihm einmal zu reden. Scheint also wohl nicht ganz verkehrt zu sein, mal zu ihm zu gehen. Ich habe ihn ja schließlich im Vorbeisprinten zu deinen, Geldeinprügelei einmal gesehen. Statt Geld haben wir ja diese Tipps bekommen, wie mit dem Jack hier. Und irgendwo da hinten in der Ecke muss er schließlich stehen bei der Suppenküche, wenn ich mich nicht irre. Hier, hast du einen Rum. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Das mache ich, mein Freund, das mache ich. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg zu Belshua begeben. Bevor ich jetzt doch wieder in der Kneipe da rumforsche wegen ihrem Vater und Weg aus der Stadt raus. Wen haben wir hier? Edgar. Ist das nicht der Schmied? Habe ich den nicht gerade in der Quest erwähnt bekommen? Nee, ich glaube nicht. Nee, erstmal eins nach dem anderen. Ich kann ja nicht tausend Dinge gleichzeitig anfangen, sonst verliere ich hier noch die Übersicht. Fängt ihr jetzt schon damit an? So, gibt es hier aber irgendeinen Weg zurück in die alte Stadt? Karte? Regionalkarte da. So, hier hoch müsste es dann theoretisch gesehen... Nee, das ist vollkommen falsch. Wenn ich da nicht hochkomme, habe ich jetzt ziemlich die Arschkarte. Bin ich nämlich vollkommen falsch.
Komme ich da rauf? Ja, und dann hier runter. Ja, hier komme ich wieder in das arme Viertel. So groß ist der Hafen gar nicht, wie ich gedacht habe. Da oben ist noch eine Burg. In die kommen wir wahrscheinlich sowieso nicht hinein. Von daher probiere ich es jetzt erstmal noch gar nicht. Dafür müssen wir uns wahrscheinlich der Inquisition anschließen. Und das da oben scheint wohl die Vulkanfestung zu sein. Da wird man also hinverschleppt, wenn man außerhalb der Stadt gepackt wird. Rodriguez. Okay, hier ist also Rodriguez. Dafür haben wir auch schon eine Quest. Die können wir jetzt aber, denke ich mal, zuerst machen, wenn wir sowieso schon gerade an ihm vorbei sind und den Quest schon haben. Stellt das ja auch kein Problem dar, wenn wir das jetzt einmal schnell zuerst machen. Ja, Leute, wir haben es hier geschafft. Wir haben den armen Jack beklaut, ihm aber als Entschädigung eine Flasche Rum für 30 Gold besorgt. Ob das Geschäft sich noch so gelohnt hat, ist eine andere Frage. Aber wir haben auch ganz interessante Informationen über die Gastwirtin gefunden und werden uns jetzt als nächstes mal diesen Belshua zur Brust nehmen und mal gucken, was der für nützliche Informationen für uns hat. Hat euch mein Video gefallen? Wenn ja, liked es, abonniert meinen Channel. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gebt mir euer Feedback. Bis zum nächsten Mal mit eurem Twin Force.